Ja, na beste, Mann. Was geht, Bruder? Drei. Oh, sehr, sehr sexy auf jeden Fall. In der Hitze eine Orgie, sag ich mal, auszuleben. Ich habe keinen Sessel im Badezimmer. Wofür? Wofür ist die große Dusche da? Ja, man merkt, dass du im Raum bist. Ich schwöre es. Messing gibt man zweimal rüber, was schön blitzblank ist. Was genau? Werner, beste Mann. Was geht, Bruder? Werner, du siehst auch richtig stabil aus heute. Danke, danke, danke. Sivati, Werner. Biene. Ja? Und bei dir? Das ist nicht stabil aus heute. Danke, danke. Was geht ab? Oh, ich bin seit heute früh schon wach. Wir haben den Poolbauer haben wir da, die Fensterreiniger. Also sagst du bald Poolpartys? Ja, bald ist Poolparty angesagt. Ja. Aber nur hier, nackig, ne? Ja, 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 klar, logisch, logisch. Wer will vorbeikommen? Ja. Ihr könnt bei Instagram schon mal bei mir euch melden, für die Poolpartys anmelden. Wie lange machst du das schon? Das ist meine 8. Saison. Und immer was zu tun, ne? So das wie dein Chef erzählt. Das ist nicht normal. Ja. Das von dieser Corona ist das nicht normal, was passiert. Boom, da werden Lichter ausgehen. Genau so werden Lichter ausgehen. Boom. Wie laufen die Vorbereitungen? Vorbereitungen laufen bestens. Vorbereitung. Von links nach rechts am Fahren, am Reisen viel natürlich. Viel leckere Sachen am Essen. Und ja, das ist meine Vorbereitung auf meinen nächsten Kampf. Machst du auch Diät da? Diät, ja. Also ich esse gerne Burger und McDonald's, Burger King. Perfekt. Ne? Perfekt. Boom. Hier bei der Veranstaltung von Sinan und von Bösemann. Ja. Da hast du was bestimmt mit der Security mitbekommen. Ja. Wie das sieht bei euch aus? Natürlich wird bei uns Fans keine Vorfälle geben. Jeder kann sich da wohlfühlen. Frauen, Kinder, alle sind herzlich willkommen und für die Sicherheit wird gesorgt. Also ich mache ja auch viel Spaß und so weiter. Aber im Endeffekt Respekt an Sinan, dass er in den Ring steigt. Respekt an jeden, der in den Ring steigt. Eine gute Leistung gebracht, ist auch hart am Trainieren, ich verfolge das ja auch mit Sinan, top, mach weiter so, gib Gas, ne? Und es wird eine schöne sportliche Veranstaltung und von daher, die Zuschauer sollen sich wohlfühlen und es soll eine gute Atmosphäre stattfinden und ich freue mich auf jeden Einzelnen, der vorbeikommt. 22.10. geht's ab, Leute. Freuen wir uns alle auf den Kampf. Boom. Hey, hey, hello. Gut, wie geht's dir denn? Komm rein. I go to the toilet. Can I do that? I come with you if you want. No. So. Jetzt haben wir dich ja hier schon in den Videos ein bisschen gesehen. Möchtest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst? Also ich bin die Inhaberin von First Class Medical. Ich habe jetzt mittlerweile 3 Kliniken. Eine in Berlin, eine in Spanien, Mallorca und in Baden-Württemberg in Heidelberg. Wir bieten kosmetische Dienstleistungen sowie ästhetisch-chirurgische Dienstleistungen an. Sprich vom Facelift, Liposuktion, Brustvergrößerung ist alles dabei. Der Werner ist jetzt auch bei uns. Der kriegt bald eine Lidstraffung. Und neue Zähne. Und neue Zähne. Zahnmedizin machen wir auch. Oh. Wir machen bei dem Werner Veneers. Hollywood-Lachen. Hollywood-Smile. Genau, richtig. Genau. Du nimmst die Dienste von dir auch in Anspruch, Werner? Ja, also was das betrifft, ich wollte mir ja schon lange die Augen mal machen lassen. Ja, und die Zähne wollte ich ja auch schon länger, seit längerer Zeit mal machen lassen. Und ja, wie gesagt, wir hatten ja die Nini über unseren Freund Mo kennengelernt gehabt und alles. Na? Und die Mädels bei uns in den Häusern
hatten ja verschiedene Dienstleistungen von der Schönheitsklinik ja schon in Anspruch genommen. Und ja, und so haben wir das jetzt eigentlich zusammen ein wenig vereint. Und sie wird sich von nun an um die Mädels bei uns in den Häusern kümmern. Und meine Frau, ja, und die eine oder andere Dienstleistung nehme ich ja auch in Anspruch. Kann man sich ja mal erlauben, nach fast 3 Jahrzehnten Nachtleben. Das hinterlässt ja auch manchmal so Spuren, gerade an den Augen. Ne? Möchtest du noch kurz dein Instagram-Handle sagen? Bei Instagram findet ihr uns unter firstclassmedical.eu und im Internet unter www.firstclassmedical.eu. Bogdan. Ah, wie geht's dir? Der Verletzte. Ja. Wie geht's deinem Arm? Ja, geht. Was ist genau passiert? Möchtest du erzählen? Ich bin mit die Leiter runtergefallen. Oh, bei was? Mit die Leiter. Ja, aber wo? Garten? In die Garten. Ist gebrochen? Ein bisschen. Bist du operiert? Montag. Gibt schlimme Sachen in dieser Leben. Das stimmt. Ja. Bricht sich den Arm, ne? Krümmt sich vor Schmerzen, geht heim, fällt nochmal auf den gebrochenen Arm nochmal drauf, weil der Hund im Weg war. Und einen Tag später ist er da und installiert Duschschläuche. Also da muss man wirklich sagen, ne? So ein Handwerker findest du kein zweites Mal mehr, ne? So, Werner, die Umbauarbeiten hier im Haus laufen ja immer besser voran. Der Pool steht langsam. Ja. Ist es denn überhaupt noch nötig für dich, nach Marbella zu fliegen? Ja, definitiv. Da ist mein Telefon permanent auf lautlos. Da ruft mich auch keiner an, wenn ich drüben bin. Da habe ich mal Ruhe und freue mich natürlich, mit dem Rolls-Royce mit offenem Dach durch die Palmen durchzufahren. Ne? Also brauchst du auf jeden Fall noch den Aufenthalt in Spanien? Definitiv, definitiv. Aber das Schöne ist ja, wenn ich ja übernächste Woche Sonntag ja zurück bin, ne? Bis dahin ist ja hier noch einiges gemacht worden. Die Handwerker arbeiten ja deswegen trotzdem weiter. Die neue Couch wird im Wohnzimmer auch geliefert. Der Poolbauer hat mir versprochen, wenn ich am Sonntag lande vom Flughafen hierher komme, ist der Pool auf 28 Grad beheizt. Alles ist intakt. Okay. Ja. Mach's gut und ich werde ja dann übernächste Woche, wenn ich zurück bin, habe ich ja zu Martin schon gesagt, da werde ich bei euch oben sein in der Nähe. Klasse, und dann komme ich auf jeden Fall vorbei. Ja, Werner, jetzt sind wir hier in deinem Rohbau. Genau, hier ist er noch nicht fertig. Ne? Hast du denn schon eine Idee, was man hier reinmachen könnte? Ach, da habe ich jetzt schon verschiedene Ideen. Also entweder ich mache mal jetzt hier ein Gymnai oder es wird sich ja ganz gut ergänzen, dadurch, dass das natürlich hier direkt am Pool ist. Da war mal Überlegung, dass ich hier eine Glaswand davor tue und das dann mit grünem LED ausleucht und dann eventuell eine Bar hierher mache. Ne? Also das wäre jetzt so meine Überlegung erstmal gewesen. Entweder Gym oder eine Bar, ne? Dann erübrigt sich ja meine andere Frage, ob wir die Community da ein bisschen einbeziehen möchten. Wenn du ja, die können ja gern auch ihre Meinung abgeben. Vielleicht haben die ja eine bessere Idee, ne? Also ihr habt ja gerade ja schon, der Mo hat ja vorhin schon gesagt, er will eine Poolparty, will er hier haben. Mit vielen nackten Mädels, ne? Wenn Mann und Frau und Alkohol aufeinandertreffen, das kann ja manchmal dann, wie sagt man, in der Orgie ja enden, ne? Und da kann ich definitiv sagen, in der Hitze eine Orgie da, sag ich mal, auszuleben, das ist vielleicht am Anfang schön, aber nach einer Zeit ist es natürlich sehr anstrengend. Und man muss natürlich sagen, hier ist es natürlich auch sehr, sehr kühl. Ne? Das merkst du ja, ne? Im Gegensatz zu draußen. Ne? Und dann wäre ja auch zu überlegen, ob man hier nicht vielleicht sogar noch ein großes Bett irgendwie so neu baut oder so. Ne? Man muss sich ja natürlich auch um die Freunde Gedanken machen. Ne? Wenn der natürlich sei Poolpartys mit nackten Mädels, Zapfel, Freunden kann man ja gewünschte abschlagen, weißt du? Mhm. Aber ich denke mal, da wird es in meinem Freundeskreis noch genug andere geben. Die werden sich nicht lang auffordern lassen müssen, um hierher zu kommen, ne? Das stimmt. Na, ich denke, da wirst du ja auch mit dazugehören. Na, ne? Klar. Werner, wenn hier Partys sind, bin ich der Erste, der hier ist. Ja, da gehe ich ganz schwer davon aus. Ne? Pool wird auch immer sauberer hier. Der wird auch immer sauberer, ne? Also, es geht auf jeden Fall voran, ne? Ich gehe jetzt mal davon aus, übernächste Woche Sonntag lande ich dann wieder. Und dann muss hier auf jeden Fall ein Bett stehen. Das hier muss schön mit LED, mit Grün, Blau, Rot, alles ausgeleuchtet sein. Der Pool muss 28 Grad haben. Dann lässt es hier leben. Und der Garten, ne, der muss halt endlich mal fertig werden. Ne? Passiert alles bestimmt noch. Definitiv, definitiv. Hast ja gesehen, der Bogdan, der lässt ja nicht locker. Und was die Gartenarbeit und sonstige Arbeit ja betrifft, da kommen noch 2 Mitarbeiter dazu.
Und dann tut er die schon betreuen und wird dafür sorgen, dass das so schnell wie möglich fertig ist. Ne? Dann ist das ja alles hier so eine feine Angelegenheit. Ne? Das sieht doch jetzt schon ganz fein aus, dafür, dass du hier erst vor, sagen wir mal, 5 Tagen eingezogen bist. Ja, ja, das ist schon. Hat es schon viel geändert? Es hat sich viel geändert. Aber den Grasen muss noch angelegt werden, weil der ist ja teilweise verbrannt. Aber an sich kann man doch ganz zufrieden sein, wie sich das hier noch schon entwickelt hat. Ja, auf jeden Fall, definitiv, definitiv. Definitiv. So, haben wir alles, ne? Ja. Oh. Passt. Gerade einen Tisch und einen Stuhl ins Badezimmer gebracht? Ja. Wofür? Ja, man braucht doch im Badezimmer einen Sessel. Ich habe keinen Sessel im Badezimmer. Wofür? Wofür? Ich habe meine Toilette, auf die ich mich setzen kann. Okay. Wofür ist die große Dusche da? Dann verstehe ich's. Sieht doch gut aus, oder? Perfekter Blick auf die Dusche. Wenn da so zwei Mädels sich regeln und hegen da drin, wäre aber feine Sache, oder? Hätte doch schon was, ne? Also. Ich würde sagen, das wäre mal so Hollywood-Niveau, ne? Das hätte auf jeden Fall Hollywood. Apropos Hollywood-Niveau, der Dümaruk müsste eigentlich auch gleich da sein. Hast du die Frage aufgeregt? Wie geht's dir? Rechts, links, jetzt. Ach, hier sind die Jungs. Grüß dich, hallo. Thanks. Hey, was geht ab, Bruder? Was geht? Komm rein. Triff ein. Oh, sehr, sehr sexy auf jeden Fall. Hier könnten wir jetzt immer die Meetings machen, Alter. Hallo, wie geht's? Alles gut? Ey, richtig schön, ey. Die Fassade haben wir reinigen lassen. Da war der Poolbauer da. Ey, richtig geil. Den füllen wir jetzt gerade wieder. Der ist quasi wie bei Scarface sozusagen. Geh mal mit, ich zeig dir mal das Badezimmer. Okay, lass mich kurz. Ja, ja, da kannst du das Scarface haben. Ja? Ja, ja. Krass, richtig nice. Ja, ja. Und hier haben wir gleich den Main. Boah, geil. Pool haben wir auch hier. Ja, ja. Mega. Der wird gerade. Wann ist der Öffnungsbad? Also, ich denk mal so in 2-3 Wochen. Ich bin da, hä? Ja, ja. Also können wir schon mal trainieren. Ja, definitiv, definitiv. Ich bin schon dabei auf jeden Fall. Und die Garage ist auch verglast. Ah, das hast du mir gezeigt am Video, ne? Ja, ja, ja. Und ich hab noch eine und die ist aber dann doppelt so groß wie die. Ey, also du bist der erste Rapper, der hier ein Video dreht. Nicht, dass da am Ende der Cash oder der Twin zuvor kommt. Ja. Okay. Das ist, man alles sieht. Ja, schön mit Glas. Besser als Film gucken, auf jeden Fall. Ja, ja, definitiv. Wachst früh auf, guckst direkt auf den Main. Überragend, ey. Hammer. Und das Geile ist ja alles mit Glas. Das ist ja alles. Ja. Und zum Glück überall Klimaanlage. Klimaanlage auch, alle. Ja. Krass. Das ist hier, wir wollen das so machen. Komm, wir gehen mal runter. Ich erkläre mal so das Konzept hier. Ne? Wir gehen live und können permanent die Kulisse wechseln. Ne? Geil. Ja. Im ganzen Haus. Ja, also wegen dir habe ich mir ja schon was überlegt, ne? Wir beide sind hier, ne? Und sprechen über Gott und die Welt, ne? Und kochen was. Wir haben ja beide keine Ahnung vom Kochen, ne? Genau, aber dein Schwager supportet uns dabei, ne? 100%. Die Mafia beim Kochen. Natürlich, die Mafia. Ne? Geil. So, und dann so Dinger, und dann kannst du, dann wechseln wir die Kulisse, können meinetwegen dann über, dann wechseln wir die Kulisse, dann gehen wir runter ans Schwimmbad, unterhalten uns da, da kommt ein riesengroßes Bett mit Sessel hin und alles. Und ein paar Mäuschen. Und ein paar Mäuse. Jeder hat so Mäuse, der Moabdallah hat auch schon gesagt, nach dem Eimer. Bricht sich einer. Großes Bett, ne? Dahin. Geil. Da kommt das Geländer jetzt noch fertig montiert und alles. Und dann kannst du natürlich schön, weißt du, richtig, kannst du dann im Hintergrund, da sag ich mal, ein paar Mädels da, wenn planschen lassen und alles, weißt du. Das hat es ja noch nicht gegeben, weißt du. Ey, das wäre krass, für so Amerika-Verhältnisse. Ja, 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 ja. Wir bringen Amerika, Miami nach Dings, nach Hessen, Alter. Ja, ja, genau. Sehr, sehr nice, Alter. Aber hier, der Kevin Costa ist ja eingezogen. Ja. Egal, wo wir hingehen, sagen die Leute, oh, wir haben schon gehört, dass er jetzt hier wohnt. Krass, ja. Du hast auf guten Hype generiert, also so einen gesunden, ja, oder? Da kann man drauf aufbauen. Ja, es ist schon ordentlich. Also ich meine, für die, was sind es jetzt, 8 Monate? 7, 8 Monate? Ja, ja, Monate, ja, aber das ist, dass du mir hier nochmal abhebst, hier alle. Also nächstes Jahr 200.000 auf der Seite. Wir haben halt das Problem. Wir haben manchmal Videos, die schießen dann richtig durch die Decke durch, ne? Und dann haben wir manchmal Videos, da haben wir nicht so viele Klicks, ne? Aber dann haben wir das Problem, gut, jetzt in letzter Zeit ging es jetzt, ne? Ja. Aber vorher, ne?
Ich habe einen Haufen Videos gehabt, die waren gelb. Wie gelb? Na, gelb, die werden gelb markiert, das heißt, die werden da nicht weiterempfohlen. Nur der, wo auf den Kanal geht, kann dieses Video sehen. Ah, wird nicht geteilt. Genau, genau. Also na, YouTube bewirbt dich ja. Na? Und dann schlagen die eben die Videos nicht vor, du hast keine Werbeeinnahmen. Und da hat man wirklich sehr, sehr viele hat man halt gehabt. Na? Ja, die sperren viel auf jeden Fall. Bei uns jetzt der letzte Song mit Kolja und mir, die haben uns in keiner Playlist eingebaut. Nicht also bei Spotify, bei Google Play. Alle Playlisten haben wir keine Position bekommen. Normalerweise sind wir halt immer Top 10, wenn was Neues kommt. Ja, ja, ja. Dann habe ich bei meinem Major angerufen und gesagt, hier, das kann doch nicht sein, der Song läuft so stark. Also wir haben ohne eine Playlist, steuern wir gerade die 1 Million, weißt du? Und auf YouTube genauso. Aber YouTube sind wir halt in den Trends ganz gut, also haben wir uns da festgehalten. Mhm. Aber ohne Platzierung. Jetzt wir haben jetzt ein paar Reaktionsvideos abgedreht, das haben wir immer am Donnerstag raus. Habe ich dann genommen, Politik, Bordelle, wie die Prostitution. Ach so, redest du über Themen quasi. Genau, richtig. Und alles, das waren Videos aus YouTube rausgenommen und dann habe ich mal meine Meinung gesagt, habe ich halt der ihren Bullshit halt widerlegt halt. Mhm. Ne? Und habe denen mal so ein bisschen die Augen geöffnet, wie die Realität ist. Alle gelb. Ja, wir sind ja vorsichtig. Wir haben da alles in der Hand. Das ist krank. Da war eine Politikerin, die hat so ein Bullshit geredet, aber wirklich jenseits von Gut und Böse. Und wir sind ja noch sachlich geblieben. Ich habe die ja nicht mal beleidigt oder irgendwas, weißt du? Gelb. Immer weiter. Wann bist du morgen wieder unten raus? Ja, morgen um 12 Uhr fahre ich am Flughafen. Um 15 Uhr geht der Flieger. Und dann komme ich am Sonntag, die Woche drauf, am Sonntag wieder zurück. Nice. Hier Business Talks beendet. Wir sind auf jeden Fall fertig. Wir sind hier Miami am Main gerade beim lieben Werner und wir haben gute Gespräche gerade geführt, intensive Gespräche und effektiv auf jeden Fall. Meine Mode kommt am 24.07. Werner, am 21.08. ist meine Party. Da bist du auf jeden Fall herzlich eingeladen. Danke. Da werden wir ein bisschen eine Modenschau machen, ein gemütliches Beisammensein auf jeden Fall. Chillen wir ein bisschen, ein paar Straßen. Bekanntschaften werden auch am Start sein und werden viel Spaß haben auf jeden Fall. Checkt Werner, checkt Frankfurt und Peace. So, das war wieder ein Tag aus meinem Leben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn es euch besonders gut gefallen hat, dann könnt ihr den Kanal auch abonnieren, liken und teilen. Macht's gut. Tschö. Das hast du mittlerweile richtig.